erstmals hier Gäste der Freien Deutschen Jugend im Plenarsaal des Zentralkomitees hier versammeln, so ist das unseres Erachtens mehr als symbolisch. Genosse Honecker, du hast schon des Öfteren auf den engen Zusammenhang zwischen wissenschaftlich-technischen Spitzenleistungen und sozialem Fortschritt verwiesen. Weil wir das verstanden haben, schalten wir unsere Computer abends erst spät ab und an Wochenenden öfters ein. Die FDJler unseres Bezirkes stehen mit Wort und Tat hinter der Politik unserer Partei. Unsere Kleider, Röcke und Blusen stellen wir vorwiegend für Jugendlichen her. Wir bemühen uns um modischen Pfiff, aber manchmal sind die Modelle auf dem Laufsteg toll und die Produktion nicht so. Sie, lieber Genosse Erich Honecker, haben selbst Schweres erlebt und durchlebt. Immer im Kampf um das Durchsetzen von Neuem und gegen die Angriffe unseres Gegners, denen es heute schwerfällt, unser Land zu achten und anzuerkennen. Ich möchte Sie deshalb gern fragen, was bestärkt Sie, lieber Genosse Erich Honecker, persönlich darin, dass trotz alledem dem Sozialismus die Zukunft gehört? Nur hat man mich jetzt hier gefragt, woraus ich den Optimismus schöpfe, dass nicht dem Kapitalismus, sondern dem Sozialismus die Zukunft gehört. Und in der Tat ist es so, dass vom Urkommunismus bis zur heutigen Zeit die Geschichte immer eine Geschichte von Klassenkämpfen war und auch in Zukunft so sein wird, wenn es auch nach wie vor Propheten gibt, die das Gegenteil.